Nur 10 Kilometer von den tausendjährigen Wüstenstädten ein Flugplatz. Zweimal in der Woche landet hier das Flugzeug, das von Algier über die Sahara zum Sudan fliegt. Unsere Mitreisenden, würdige orientalische Handelsherren. Tausend Meter unter uns die Chebka, die glühheiße Felswüste, mit ihren längst versandeten Flusstälern aus vorgeschichtlicher Zeit. Da die Trans-Sahara-Piste für den zunehmenden Autoverkehr durch die Wüste. Auf der Karte verfolgen wir unsere Route. Im Innern Algeriens, wo zwischen den gelben Sanddünengebieten die weißen Städte der Mosabiten liegen, sind wir aufgestiegen. Karawanen benötigten einst für den gleichen Weg mehrere Wochen. Wir fliegen in einer guten Stunde unserem nächsten Ziel, der Oase El Guleya, entgegen. Vor dem 80 Meter hohen Steilrand, in der Ferne, der schwarz-grüne Palmenwald der Oase, mitten in glühheißer, flimmernder Wüste. Und so erträumt sich der Moslem auch das Paradies, mit Blumen, Quellen und heiterer Musik. Brunnen sprudelt klares Wasser aus der Tiefe. In den Brunnenhäusern wird sein Druck gebändigt. Verteilerbecken leiten es in die herrlichen Gärten. Schwarze Hände lenken das Wasser. Jeder Quadratmeter braucht täglich seine bestimmte Menge. Ein Kartoffelfeld, auch das gibt es hier. Und Aprikosen. Bienen bestäuben weiße Blüten. Daneben sind die Blütenblätter schon abgefallen. Und die werdende Frucht ist noch klein wie eine Erbse. Der Stempel bricht leicht ab oder er verdorrt. Und nach ein paar Wochen ist die kleine Frucht schon so groß wie eine Haselnuss. Und sie wird schließlich eine Apfelsine. Blüten und Früchte nebeneinander am Baum. Aber viel wichtiger als die Apfelsinenbäume sind hier die Dattelpalmen. Auf 50 weibliche Dattelpalmen kommt eine männliche. Und das Bestäuben überlässt man nicht den Bienen oder dem Wind. Schwarze Gärtner bringen die männliche Blüte hinauf zu den weiblichen Palmen. Und dabei singen sie jahrhundertealte Fruchtbarkeitslieder. Die alten Wüstenberber, die Zeneten, pflanzten hier die ersten Dattelpalmen. Und sie bauten auch den Xar, die gewaltige Trutzburg über der Oase. In der tausendjährigen Berberburg sind die Kalksteine der Felswüste ohne Mörtel aufeinander getürmt. In Kriegszeiten zog sich die Bevölkerung der Oase mit Vorräten in die Burg zurück. In dem Dorf dort unten leben noch einige reinrassige Zenetenfamilien. Die Zeneten wurden unterworfen von den Chaamba-Arabern, die vor einem halben Jahrtausend Burg und Oase eroberten. Stolze Gestalten, diese Chaamba. Sie fühlen sich auch heute noch als die Herren der Oase. Und da sie selbst lieber Beduinen und Karawanenherren blieben
holten sie aus dem Sudan schwarze Sklaven für die schwere Arbeit in den Oasengärten. Die Nachkommen dieser Negersklaven bilden heute einen großen Teil der Oasenbevölkerung. Manche dieser Schwarzen haben schon etwas Araberblut. Und Arbeit ist bei ihnen zugleich Rhythmus und Tanz. Ob sie Wäsche waschen mit den Füßen oder Gräben ausheben nach dem Takt ihres Vorsängers. Die klassische Arbeit der schwarzen Hände ist die Gartenarbeit. Das ist Großvater Barka. Im Garten seines arabischen Herrn bewohnt er ein kleines Lehmhaus. Einen Monat sind wir bei seiner Familie zu Gast. Haushaltungsvorstand ist Ramdan, sein 32-jähriger Sohn. Er hat eine Halbaraberin geheiratet und die beiden haben 7 wohlgeratene Kinder. Aisha, die Jüngste, ist 1,5 Jahre alt und Fatma, die Älteste, 12 Jahre. Sie muss tüchtig mit anpacken im Haushalt. Früh um 6 vor dem Frühstück, da spielen die Geschwister erst einmal eine Art Brettspiel im Sand. Fatma ist ja noch so müde und faul. Mutter dagegen ist schon fleißig bei der Arbeit. Sie hechelt Wolle für einen Teppich. Und da kommt Frau Nachbarin. Auf ein Plauderviertelstündchen und zum Helfen. Und nun geht es gleich viel vergnügter zu. Jetzt wird es aber auch höchste Zeit für Fatma. Punkt 1 ihrer Pflichten, den Wohnhof ausfegen. Der Besen ist eine alte Palmblüte. Punkt 2, den Herd säubern, das heißt die Feuerstelle in der Ecke des Wohnhofes. Punkt 3, die kleinen Geschwister waschen. Zuerst muss Aisha dran glauben. Sollte es vielleicht auch besser mit Wasser versuchen. Jetzt ist es 6:30. Nanu, will Fatma etwa eine Palme umhauen? Nein, jedes fleißige Mädchen muss hier morgens auf die Palme. Palmwedel, Feuerholz für die Küche. Große Ereignisse stehen bevor. Der Ramadan-Monat, der Fastenmonat der Moslems, geht seinem Ende zu. Fatmas Mutter hat uns eingeladen. Huda ist neugierig. Sie will einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit einem Messingmörser? Ja, ich war wirklich neugierig. Hat Fatma ein Geheimrezept für mich? Im Messingmörser stampfe man trockene Blätter. Zu dem grünen Pulver gebe man Wasser hinzu. Nochmal eine Handvoll Blätterpulver. So, dann gieße man in die linke Schale reines Öl, entnehme der Feuerstelle etwas feine Asche. Was? Asche? Nun breche man sich einen Dorn vom Palmwedel und
Rezept ist für die Haare. Ja, Fatma ist für eure kleinen Schwestern eine perfekte Friseuse. Und die Zutaten? Blätterpulver und Holzasche mit Quellwasser und Olivenöl sind doch eigentlich höchst reinliche Dinge. Schöne steife Zöpfchen, die Festtagsfrisur fürs bevorstehende Ramadanfest. Die Frisierkunst liegt bei den Ramdans in der Familie. Fatmas Mutter hat liebevoll die junge Frau Nachbarin vor. Aber es ist ja schon 5:05. Fatma beeilt sich. Eine neue Pflicht ruft. Die Schule der weißen Schwestern. Ah, so, die. Weiß, braun und schwarz auf einer Schulbank. Ach, französisches Diktat. Le matin et le soir. Aber die Tafel ist ja da rechts kaputt. Das R passt nicht mehr hin. Man muss sich zu helfen wissen. Zöpfe flechten ist doch einfacher. Dann Handarbeitsstunde. Fatma scheint ganz zerfallen mit sich und den Maschen. Aber sie will ja mal eine gute Hausfrau werden. Ihre Freundin Leila kann es schon besser. Für die weißen Schwestern sind alle Kinder gleich. Kleine Christinnen und Muslimmädchen, oft Freundinnen fürs Leben. Am Rand der Oase hat die kleine Christengemeinde ihre Kirche. Erste Kommunion der Christenmädchen. Unter dem Kreuz des Christentums und dem Halbmond des Islam leben die Menschen hier im Frieden miteinander. Die farbige Christin Maria und die Muslimin Mutter Ramadan. Immer wieder sah ich, dass sie sich gegenseitig halten. Da malen sie gemeinsam das Korn für das Ramadanfest. Ein neues Gewand soll nach dem Gebot des Propheten jeder Muslim an diesem heiligen Festtag anlegen. Am Vorabend erscheint Frau Nachbarin in flammendem Gelb und Rot. Und dann ist der heilige Tag da. Hoch über der Gebetsmauer, hinter den Ruinen der alten Berberburg, erwarten wir die große Stunde. Kommen sie in ihren neuen Gewändern. Nur die Männer, ruft der Muezzin zum Gebet. Atemlos verfolgen wir die letzten Vorbereitungen. Auf der Mauer Hüte und Sandalen. Das Gesicht gen Mekka tritt der Moslem vor Allah, seinen Gott. Ja.
Langsam kehren sie in die Wirklichkeit zurück. Aber am Nachmittag, beim weltlichen Fest, sind auch die Frauen dabei. Sie dürfen zuschauen, wie die Männer tanzen. Und Uta hat kaum ihr Tonbandgerät aufgebaut. Da bricht es los. Der alten Berberboot, die Schellentänzer. Und jetzt Scheinangriff auf die Bord. War für uns zugleich Abschied von der Oase. Letzte Etappe vor unserem Ritt in den großen Erg.